Du willst ein Sixpack haben, weißt aber nicht genau wie und suchst nach der perfekten Lösung. Genau die werde ich dir jetzt liefern. Am Ende des Videos wirst du dich fragen, ob es wirklich so simpel ist. Die Antwort lautet ja. Um ein Sixpack zu bekommen, gibt es genau zwei Aspekte. Das Training und die Ernährung. Das Training lässt sich in genau einem Satz zusammenfassen. Deine Bauchmuskeln sind ein Muskel wie jeder andere. Darum mach es dir nicht unnötig kompliziert. Such dir ein bis zwei gute Übungen raus. Circa zweimal pro Woche trainieren mit 2 bis 3 Sätzen auf 8 bis 15 Wiederholungen. Wie immer, gute Technik, gute Intensität. All das Training bringt dir aber nichts, wenn 10 cm Fett deine Bauchmuskeln versteckt. Und damit kommen wir zur Ernährung. Und hier möchte ich etwas ganz anderes machen, als du jemals zuvor gemacht hast. Anstatt die Fakten hier runterzulesen, berechnen wir alles. Wir berechnen und erstellen dir einen genauen Plan, wie du dein Sixpack erreichst. Denn wie immer im Leben, ein Ziel zu haben, bringt dir rein gar nichts, wenn du keinen Plan hast, wie du es erreichst. Und zu denken, dass du dein Ziel durch Zufall erreichst, darauf würde ich nicht warten. Berechnen stimmt nicht ganz, denn du musst gar nichts berechnen. Dafür habe ich nämlich eine kostenlose Tabelle bzw. Rechner erstellt. Du musst nur 2, 3 Daten eingeben. Wir gehen gleich gemeinsam durch, wie du den Diätrechner richtig benutzt. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Wie gesagt, alles kostenlos. Ich möchte dir einfach helfen, dass du deine Ziele erreichst, besser aussiehst und insgesamt einfach ein fantastisches Leben hast. Auf geht's! Du öffnest die runtergeladene Tabelle und so sollte das Ganze jetzt aussehen. Und nun werde ich dir erklären, wie du vorgehst anhand meines Beispiels. Ganz einfach schon mal vorweg, die Felder, bei denen du Daten von dir eingibst, sind blau markiert, also die hier, die hier, die hier. Und das erste Feld, was wir anschauen, ist dein Startgewicht. Also wie viele Kilogramm wiegst du am Anfang? Ich persönlich wiege aktuell 87 Kilo. Der zweite Wert ist dein Startkörperfettanteil, den würde ich bei mir jetzt mal so bei 17% schätzen. Und wenn du jetzt nicht genau weißt, was dein Startkörperfettanteil ist, klickst du hier einfach einmal auf KFA Beispiel drauf und dann kommst du zu dieser Seite hier und kannst einfach dich so grob einschätzen. Ich denke, das wird dir schon weiterhelfen. Und der nächste Wert, ziemlich selbsterklärend, dein Zielkörperfettanteil. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin aktuell bei 17% und ich will zu 10% kommen, dann ist das mein Zielkörperfettanteil. Und wenn es darum geht, ein Sixpack zu haben, dann bist du in einem Bereich um die 10% sehr, sehr gut aufgestellt. Und jetzt schauen wir uns mal hier die zwei Felder an. Die sind nämlich nicht blau markiert, das heißt, hier musst du nichts eingeben, sondern da wird dir einfach was ausgerechnet. Und zwar erstmal dein Endgewicht. Das heißt, aktuell wiege ich 87 Kilo und am Ende, wenn ich dann den Körperfettanteil von 10% erreicht habe, wiege ich 80,2 Kilo und habe oder muss dafür 6,8 Kilo abnehmen. Und diese Werte allein sind schon mal sehr wertvoll zu haben. War auch eine gar nicht so coole Formel, das auszurechnen oder die das damit berechnet, aber jetzt hast du es in der Tabelle und musst gar nichts selber machen. Soweit so gut, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn man das hat, was sind vielleicht die nächsten Fragen, die man sich stellt, wie es dann weitergeht und wie könnte ich die Probleme, die du dann auffindest, gleich schon für dich lösen und damit kommen wir nämlich zum restlichen Teil der Tabelle. Hier habe ich jetzt 2 Wege erstellt, da man das Ganze so ein bisschen auf unterschiedliche Arten und Weisen angehen kann. Der erste Weg ist einfach mal der hier und zwar hier kannst du jetzt, hier haben wir ein Eingabefeld, nämlich das Kaloriendefizit eingeben, was du am Tag fahren willst. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, ich will ein tägliches Kaloriendefizit von 800 Kalorien pro Tag haben. Dann bekomme ich hier in diesen 3 Feldern ausgerechnet, okay, mit einem 800er Kaloriendefizit, wie lange brauche ich, um von meinem aktuellen Körperfettanteil meinen Zielkörperfettanteil zu erreichen? Und das sind genau 9 Wochen. Meine Abnahmerate, also wie viel Kilogramm ich pro Woche abnehme, wären 0,8 Kilogramm pro Woche. Das ist noch ein recht interessanter Wert. Und dann gibt es noch einen zweiten Wert, der hier auch noch mit angezeigt ist, nämlich die Abnahme in Prozent des Körpergewichts pro Woche. Das ist so ein Wert, hin und wieder rechnet man mal damit, aber wahrscheinlich wirst du in den meisten Fällen nicht wirklich viel damit zu tun haben. Aber ich wollte ihn drin haben, da hin und wieder es doch ganz nützlich sein kann. Das ist die erste Option. Die zweite Option ist sehr ähnlich, nur dass du nicht angibst, was dein tägliches Kaloriendefizit ist, sondern dass du angibst, in was für einer Dauer du dein Ziel erreichen willst.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich will es in 7 Wochen erreichen, dann bekomme ich jetzt was etwas anderes ausgerechnet, nämlich nicht die Dauer, sondern die Dauer habe ich eingegeben. Jetzt bekomme ich mein Kaloriendefizit pro Tag ausgerechnet. Und da steht jetzt, um mein Ziel in 7 Wochen zu erreichen, brauche ich ein tägliches Kaloriendefizit von 970 Kalorien. Und das Ganze, hier gleiche Werte wieder, das würde in einer Abnahmerate von 1 Kilogramm pro Woche resultieren und in 1,2% meines Körpergewichts pro Woche. Und bevor wir jetzt zum letzten Punkt kommen, wenn ich dir damit weiterhelfen konnte, dann würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du dem Video hier ein Like gibst und meinen Kanal abonnierst. Ein letztes Eingabefeld ist nämlich noch übrig, und zwar dein Kalorienverbrauch. Wie viele Kalorien verbrauchst du aktuell? Nämlich ohne, dass du zunimmst oder abnimmst, sondern einfach dein Gewicht hältst. Den würde ich jetzt bei mir aktuell so bei 3400 Kalorien einfach mal schätzen. Und ein kleiner Link versteckt sich hier nämlich noch, wenn du aktuell nicht genau weißt, was dein Kalorienverbrauch ist, habe ich hier einfach mal einen Kalorienrechner verlinkt, der dir einen guten Anhaltspunkt geben sollte. Und dann rechnet dir die Tabelle nämlich noch die 2 Werte aus, und zwar deine neuen Kalorien. Das ist einfach dein aktueller Kalorienverbrauch minus das Kaloriendefizit. Und hier die obere Zeile mit einem 800er Kaloriendefizit würde dann in 2600 Kalorien resultieren, die du essen müsstest am Tag, um innerhalb von 9 Wochen den Zielkörperfettanteil zu erreichen. Und das gleiche gilt für die untere Zeile, also hier hast du einfach die Woche am Anfang eingegeben und das hat dir dein Kaloriendefizit ausgerechnet, und am Ende würde ich jetzt hier, um mein Ziel in 7 Wochen zu erreichen, müsste ich am Tag 2400 Kalorien essen. Das war alles, was du zum Rechner wissen musst. Und damit weißt du jetzt 100%ig genau, wie viele Kalorien du essen musst, für wie lange, um garantiert ein Sixpack zu bekommen. Und mit garantiert meine ich wirklich, wirklich garantiert, denn das sind die Gesetze der Physik. Kleiner Bonus, ganz schnell zum Schluss noch, was auch wichtig ist bei deiner Ernährung, außer den Kalorien. Erstens, du musst wirklich unbedingt genug Proteine essen. Hier einfach dein Körpergewicht mit 2 multipliziert. Also ich, 87 Kilo, circa 90 Kilo, ungefähr 180 Gramm Proteine pro Tag. Zweitens und auch wichtig, genug Obst und Gemüse. Und das wird dir deine Diät auch deutlich einfacher machen. Jetzt bist du wirklich perfekt ausgestattet. Und schick mir gerne eine Nachricht auf Instagram, ob es dir geholfen hat. Und wenn du irgendwelche weiteren Fragen hast, dann kannst du sie mir nämlich dort auch direkt stellen.